Unser heutiger Ausflug führt uns an die Glienicker Brücke, wo sich ein Uferweg, der immer parallel an der Havel und am Jungfernsee entlang führt, befindet. Einst wurden in dieser Villa Agenten ausgetauscht. Heute befindet sich hier eine Dauerausstellung zur Geschichte des Hauses und ein Café. Mit dem Frühling vor den Augen geht der Blick über die Havel hinüber nach Berlin zum Glienicker Park. Jetzt gehen wir in Richtung Matrosenstation Kongsnäs. Kongsnäs ist norwegisch und heißt übersetzt König Landzunge. Es war die ehemalige Anlegestelle für die Wasserfahrzeuge des preußischen Königshauses, die für Lustfahrten auf der Havel genutzt wurden. Die Ärmsten wohnen hier nicht. Der Eingang zum neuen Garten befindet sich an der Schwanenbrücke, die den Hasengraben überspannt. Langsam nähern wir uns einem fensterlosen Gebäude, dessen Äußeres aus Eichenborke besteht. Es diente einst als schlichte Unterkunft für die Gärtner. In der Ferne sehen wir die alte Meierei. Vorbei am Schloss Sizilienhof gehen wir nun zum grünen Haus, das sich am Heiligen See befindet. Einst war das Gebäude der Dienstsitz von Peter Josef Linné. Zurück an der Schwanenbrücke beenden wir unseren heutigen Ausflug.